Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Crash Bandicoot 3. Warped. Alex ist wieder am Start. Ah, da gibt es zwei Kristalle und einen anderen Kristall. Ich glaube, hier gibt es einen Todesweg. Na dann. Ach Leute, Dingodile heiße ich. Und ich habe von Uka Uka und Cortex den Befehl, ihnen die Kristalle in den Eiszeiten zu bringen. Also her damit und verschwindet, oder ich mache euch fertig. Geht's dem so gut, oder was? Mhm. Dingodile. Schalte einen neuen Weg frei, indem du woanders den lilanen Edelstein erhältst. Okay. Ja. Also sprich... Ja. Klappt halt wieder nicht, ne? Nee. Naja, kannst halt aber wieder. Die Level sind auch cool. Muss... Oh, eine Schlange? Da war mal eine Schlange. Ja, die hat wohl den Abgang gemacht. Leben! Hättest du da rein? Hast gesehen, da ist ein Krokokopf. Ja. Oh, das? Da rutscht man. Nee, das mach ich. Achso. Mach die Tür auf. Ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht. Oh, ein Checkpoint. Die stürzen ab. Das hab ich mir fast gedacht. Bonuslevel? Yep. Das aktiviert, glaube ich, ein Falle. Ein Porter, der portet dich dann weiter im Level. Ich dachte, eine menschliche Falle. Oh, Bomben! Oder TNT hier. Wir waren jetzt diese TNT-Scheiße da. Weiß nicht. Spring in den Tod! Fuck! Und dann noch ein Body Slam. Hätte ja wenigstens noch einen Fallschirm hinten dran haben können. Scheiße. Naja. Kann ja mal passieren. Ja. Kann ja mal passieren. Das war ja aber jetzt echt doof. Ein bisschen, aber. Ich habe mir noch gedacht, ich brauche das bestimmt. Aber ich habe dann. Aber die Bomben. Ja, die sind nicht. Halt einfach nur, dass du sie halt kaputt machst. Ja, ja, super. Jetzt musst du hoch, ne? Ja. Warum nicht gleich so? Ja, naja, gut. So ist es halt, ist ja kein Thema. Ein Leben und 81 Äpfel. Ja. Fast ein Leben. Ja gut, mittlerweile sind wir wieder bei 17. Mhm. Läuft ganz gut. Hier gibt es bestimmt auch wieder irgendwie so Geschichten, wo du Leben farmen kannst. Weil hier gibt es ja bestimmt auch wieder so eine Geschichte. Voll die Affe. Hä? Hä? Was? Das ist ein Affe. Ja, ja, schon klar. Kannst du jetzt von dem unendlich Dings farmen oder was? Nee, nee. Schade. Steht nur für einer. Ja, okay, der braucht aber lange, bis er die Dinger aktiviert. Schön ins Gesicht getreten. Ich habe das Ding gerade für eine Ding gehalten. Für? Für eine Kiste. Ah. Oh, Giftpfeile. Mhm. Krass. Mach's noch auf. Ja, da links ist... Respekt! Und da geht's dann zu dem komischen Weg, oder was? Mhm. Der öffnet sich ja. Halt leider noch nicht. Für uns! Er ja, lässt uns nicht rein! Der sagt, in dem Outfit kommst du hier nicht rein! Du guckst ihn nicht rein. Ach so! Ach so! Na dann! Ach so! Scheiße! Was ja auch eklig ist, dass jemand diese Scheiße sagt. Das hätte mir aber auch einer sagen können, dass da was rauskommt. Mann, nur noch 16 Leben. Naja, kommt gleich. Will er mich verarschen? Arschloch! Will er mich verarschen? Ein bisschen. Boah! Ich habe das schon gemerkt, dass du mich da veräppeln willst. Das war schon wieder ein bisschen
Knapp. So. Ach so. Ja, du musst halt... Das Ding ist nur für das Ding da. Die Tür geht von selber zu. Ja, ja, ja. Ich dachte, das wird auch mit dem Ding da aktiviert. Ja, dachte ich zuerst auch, aber... Ah ja. Und jetzt? Ah. Ach so. Da ist wieder ein Leben. Fuck. Ach so, das ist... Oh. Ich musste eigentlich so da drunter kriechen. Sneaky. Aber das geht halt ewig. So ist halt. Du sollst ja so ein Level auch nicht innerhalb von 5 Sekunden. Checkpoint! Oh, das ist ja. Oh, da war eine Kiste. Kann ich die jetzt auch mal treffen? Ich stell mich gerade an wieder. Fuck you! Oh, der hat einen Flammenwerfer. Da vorne ist schon mal der Kristall. Der hatte einen Flammenwerfer. Ja. Da ist wieder eine Sneaky Snake. Achso. Mhm, jetzt habe ich aber auch nicht alle Kisten. Nicht? Nee. Achso, ja, kannst ja nicht. Wahrscheinlich brauchst du die für den Special Weg, oder? Ja, vermutlich. Weil Nitro gab es hier ja auch keins. Nee. Hm. Naja, fehlt halt mal wieder ein bisschen was. Oder hättest du hinten durch das eine Schild da gehen können? Weißt du, wo der Edelstein angezeigt war? Ne, ich brauch den ja. Ja. Ach, keine Ahnung. Oh Gott, Fragen über Fragen. Dann müsste man wahrscheinlich erst diesen lilanen Weg machen. Mhm. Ja, irgendwie so halt. Wenn nachher vielleicht noch Zeit ist, dann versuche ich nochmal dieses eine Level. Welches? Da, wo man den Edelstein bekommen kann. Ah. Ich vermute immer noch, dass man nicht sterben darf, um diesen Weg da freizuschalten. Das könnte natürlich sein. Aber du machst ja jetzt hier erstmal ein anderes Level. Ja. Ist ja nicht der Bossfight. Ich darf jetzt auch einen Tiger reiten. Ah. Die Musik ist voll cool. Ding, 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 ding. So ein Arschloch. Ja, ein bisschen. Oh. Hm. Die Renntaste ist ein bisschen blöd. Achso, die hab ich gar nicht benutzt. Oder gibt's die auch auf R2? Bestimmt. Ah, okay. Dann ist es viel besser. Aber die Renntaste, die habe ich damals von mir in meinem Level vor 2-3 Parts gar nicht benutzt. Und du hast sie ja noch nicht gebraucht. Ja. Ich brauche sie jetzt hier für die Kiste. Okay. Ja. Also nicht so viel. Ja, ich bin dran vorbeigesprungen. Oh, der Nisha! Der ist ja goldig! Die knuddelt mit dem Tiger. Katze, wo ist die Katze? Ich wusste gar nicht, dass ein Tiger miaut. Vielleicht ist es eine Katze, die angemalt wurde. Achso, ja, das könnte. Tätowiert. Ach, komm jetzt! Arschloch fast! Ich hätte weiterrennen müssen. Ich komme halt nicht mal zum ersten Checkpoint. Das ist ja schon gerade wieder... Wie, du hättest weiterrennen müssen? Ja, die Renntaste so. Weiter, dann wäre ich wahrscheinlich auch höher gesprungen. Ding, ja. Ding. Naja, ding. Leben hast du wieder. Ach, wie kann man... Ach so, man kann da durchrennen. Ja, geht dich vergraben, hey. War aber schon irgendwie dann nur Zufall oder so, wenn du dann dagegen rennst, geht's nicht. Ich möchte doch nur alle Kisten einsammeln. Ja. Kann ja nie so schwer sein. Ein Checkpoint wäre schon nicht schlecht. Ach, das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Wenn du schnell genug bist, dann kannst du einfach durchrennen. Ich denke, wenn du normal rennst, ohne Speedy Gonzales, dann halt nicht. Ich komme halt nicht mal zum ersten Checkpoint, das ist so scheiße. Vor allem, du siehst es halt nicht, weil da genau in der Kurve drin sitzt. Aber jetzt packst du es. Ich mache halt immer den scheiß gleichen Fehler. Ich bin immer zu weit rechts. Ja, bringt mir nichts. Null. Da willst du mich jetzt verarschen! Geh dich doch einfach vergraben, hey.
Hey, du kannst schon rausspringen? Ja. Ah, das ist ja cool. Das muss ich nicht. Das wäre dann halt einfach geploppt. Halt dein Maul jetzt! Scheiß Tiger! Ich bin jetzt schon wieder dezent gereizt. Angepisst. Das kann doch nicht wahr sein! Ich glaube, du musst auch mal nur ganz rechts laufen. Ja, folgt dem Weg ja dann eh automatisch. Komm, einen hast du es ja ganz gut gemacht. Hat dich dann halt nur fast gefickt wegen wie schnell Tasten noch gedrückt hat. Lauf dann einfach mal direkt an der Wand. So, da ist der Checkpoint. Danke. Ich hätte gelacht, wenn ich den jetzt auch nicht gekriegt hätte. Ja. Ich hätte gelacht, wenn ich jetzt abgestürzt wäre. Ja. Oh. Ja. Aber den Drachen habe ich weggemacht. Ja, hast du gesehen? Ah, so ungefähr. Okay. So, jetzt muss ich oben oder unten lang? Oben. Oh. Nein! 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 Fick dich, du Arsch. Ich hab keinen Bock mehr. Danke. Na geht doch. Warum wir gehst du noch? So? Oh. Ah, ist ja fast zu Ende. Ich lass das. Oh, wie diese Kacke mit diesen scheiß Kurven. Ja, ja. Das ist doch assi. Hätte ja klappen können. Ja. Hätte. Das ist 10 Leben. Kann doch nicht sein, dass es so schwierig ist. Ich glaube, das ist auch gar nicht so schwierig. Wir stellen uns nur mal wieder an. Ah, oh, putain. Aber egal. Ich habe seinen Schwanz berührt, seine Schwanzspitze. Auch Eichel genannt. Wieso kam ich jetzt an die Kiste nicht dran? Ich habe voll nach links gedrückt. Arschloch. Wenn es so weitergeht, gibt's hier gleich ein Game Over. Willst du mich verkackeiern? Da können wir jetzt mal mit seinem Schwänzle da dran kloppen. Ja genau, ich guck auf die Kisten und da kommt schon diese blöde Fass da runtergerollt. Fick dich. Boah. Holy shit. Bin jetzt mal bald gut? Nein! Ja, natürlich, ich kann das ja auch wissen und ich kann das ja auch sehen. Ja, der Scheiß bringt mir nichts. Die ganze Kacke nochmal. Fucking fuck fuck Scheiße. Danke, Akku, Akku, danke. So. Geschafft? Na endlich. Was für eine Geburt. Was für eine Geburt. Ja, du sagst es. Und ich habe noch gemeint, ja, wenn noch Zeit ist, dann mache ich noch das Level. Kannst aber noch den Bossfight machen? Ja, der ist drin, aber das eine Level ist halt nicht mehr drin. Egal. Wird halt nächstes Mal gemacht. Ja. Weil das ist ja auch, ich bin mir da auch gar nicht sicher, ob da überhaupt ein Todesweg kommt, das weil der sagt es ja eben nicht. Nee. Vielleicht kommst du da schon irgendwie anders hin. Weiß ich nicht. Ich weiß, dass man über einen Glitch da hinkommt. Naja. Aber den werde ich nie im Leben beherrschen, weil der ist so kompliziert. Okay. Und da wirst du oft sterben. Bei dem Glitch? Mhm. Ah, okay. Weil du springst irgendwie um. Ja. Aber wir haben ja nicht mehr so viele mit. Nee. Mhm. Dingodeil. Der kriegt sie jetzt von mir. Aber richtig. Jetzt reicht's aber. Das sind meine Kristalle. Am Arsch. Deine? Nein. Am Arsch. Ah, der hat einen Flammenwerfer. Mhm. Okay. Oh, Pinguine. Guck mal, wie süß. Der grillt da jetzt. Ich will
Oh, das geht. Irgendwie, da kann man irgendwie. Ich soll's einfach nicht probieren, ich soll's einfach lassen. Da kann man, wenn man diesen Ultrasprung macht, der bei mir nie klappt, da kann man höher springen, da kannst du direkt zu ihm springen, weißt du? Ah, okay. Aber jetzt musst du warten, bis er da sich hier den Weg frei bombt. Ja. Den so schlagen und dann wieder rausgehen. Weil wenn du drin stecken bleibst, dann explodet er und dann kriegst du Schaden. Ja, ja. Hab ich mir fast gedacht. Oh, der geht in die Richtung. Man sieht deine Fußtapser im Schnee. Hä, verarscht. Ja, so ein bisschen. Der versucht auch immer voreinzuzielen. Siehst du das? Ja, ja. Aufs Maul! So, letzte. Jetzt geht er halt richtig ab. Echt? Mhm. Oh ja, tata. Andere. Fertig schon, oder was? Ja. Ich würde sagen, schieß doch endlich. Oh. Ma. Heftig. So. Tada! Hat's den Gift. Guck mal, der Pinguin, er gibt ihm richtig. Ja, richtig so. Da kannst du wieder was einsammeln. Doppelsprung. Aha. Aha. Kommst du höher? Mm, sehr cool. Ja. Aber das wirst du wahrscheinlich auch brauchen. Vermutlich. Geh mal von ab. Später gibt es noch ein cooles Power-Up, aber ich weiß nicht, wann das bekommt. Naja. Und ich werde dich jetzt nicht spoilern. Nein. Deswegen. Aber sind wir durch, würde ich sagen. Ja. Dann hat es leider für das eine Level nicht mehr gereicht. Ja. Werden wir jetzt nochmal zugequatscht? Nee. Ne? Nee. Ja. Siehst du das? Ja. Gut. Ja, sehr gut. Okay, dann machen wir hier Feierabend und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.